Am Karfreitag, da denken wir an das Leiden und Sterben Jesu. Und in diesem Jahr kommt der Karfreitag zusammen mit dem Tag des Aufstandes des Warschauer Ghettos, also am 19. April 1943. Das ist eine Herausforderung, finde ich. Dieses wahnsinnige Leid damals und das Leid, was Jesus erleidet am Karfreitag, und das in Beziehung zu setzen mit uns Menschen heute. Und als uns das klar wurde, wurde klar, das müssen wir zusammen mit jüdischen Musikern machen. Und wir haben Nur Ben Shalom kennengelernt und diesen Gottesdienst gemeinsam geplant. Nur Ben Shalom ist Klarinettist. Die Klarinette spielt ja in der jiddischen Musik eine große Rolle ohnehin. Und er spielt aber auch besondere Lieder, Lieder, die im Ghetto entstanden sind. Und im Gespräch mit ihm wurde deutlich, dass er auch dieses Leiden in seiner Familiengeschichte verkörpert. This is the letter that my great aunt wrote from the ghetto a few days before she was murdered. I was growing up with this letter all my life at home, and this letter has a very deep meaning for me. And to bring it today to Karfreitag and to this opportunity, I feel like that this I give my great aunt a voice. Und das erste Mal diesen Brief in die Hand zu nehmen, das ist für uns als Enkel, hat es Tage gebraucht, das bewältigen zu können, allein schon wir als Enkel. Und ein zentraler Satz aus diesem Brief wird uns im Gottesdienst beschäftigen. Through me, through the music, she was a pianist, and through her words and the music that we are playing in that day, her Stimme will be heard. Aus den Liedern spricht ganz viel persönliches Leid, aber auch eine ganz, ganz große Sehnsucht und Hoffnung. Eine zentrale Botschaft des Karfreitagsgottesdienstes ist, dass seit diesem Tod des Juden Jesu niemals mehr Opfer sein dürfen. Through her words and through our music and through the prayers and the music that we are bringing from Warsaw ghetto, and the ceremony itself brings out a message. And for me, this message is a humanity. She speaks in the letter about all the facts and all of the things that happened in her town, but she is not losing her human or humanity hope. Mich hat es schon in der Vorbereitung sehr berührt, und ich glaube, der Gottesdienst berührt auch ganz viele Menschen, die ihn hören oder hier live vor Ort erleben. Und nun warten wir auf Sie, dass Sie kommen an diesem Karfreitagsgottesdienst und mit Ihren Geschichten, mit Ihren Stimmen und mit Ihren Gedanken diesen Gottesdienst zu dem werden lassen, was wir im Moment zwar spüren, aber mit Ihnen zusammen erst feiern werden, in Gebeten, in Liedern und in unseren Worten und Gedanken. Kommen Sie.